Hallo YouTube und herzlich willkommen zur heutigen News-Ausgabe. Jede Woche durchforste ich eine Vielzahl von Quellen, um die spannendsten Entwicklungen, Durchbrüche und Geschichten zu finden, die nicht nur informativ, sondern auch hoffentlich inspirierend sind oder ich zumindest für interessant genug gehalten habe, um hiermit aufzunehmen. In der heutigen Ausgabe haben wir wieder eine bunte Mischung für euch zusammengestellt. Das Video ist wie immer in zwei Kapitel unterteilt. Im ersten, allgemeinen Abschnitt sprechen wir über die wichtigsten Ereignisse, die in Deutschland und der Welt passiert sind. Das können politische Entscheidungen, neue Studien oder alles andere sein, was so durch die Medien geschwirrt ist. Im zweiten Teil des Videos tauchen wir in die Welt der Informationstechnologie ein. Egal, ob du ein IT-Profi bist oder einfach nur neugierig auf die neuesten Trends und Technologien, hier findest du News, die von bahnbrechenden Innovationen bis hin zu den neuesten Gadgets und Entwicklungen der Tech-Welt reichen. Als jemand, der selbst aus der IT kommt, freue ich mich besonders auf den zweiten Teil und meine Einblicke und Geschichten dazu, die mich diese Woche fasziniert haben, mit euch zu teilen. Also schnallt euch an und lasst uns gemeinsam anschauen, was letzte Woche so alles passiert ist. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Ausgaben mehr verpasst. Aber jetzt, ohne weitere Verzögerung, starten wir mit den News der Woche. Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Auf dem Montag ist meistens immer ein bisschen mehr los, deswegen legen wir auch direkt los. Fangen wir bei Putin an. Und zwar hat er seinen Verteidigungsminister entlassen. Der war seit 2012 im Amt und ist nun Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates. Nachfolger wird dann sein Vize-Regierungschef. Die ganzen Namen erspare ich mir, ich würde sie wahrscheinlich eh falsch aussprechen. Als nächstes gucken wir zur FDP, die weiter mal die Jugend gerne ein bisschen bashen möchte. Und zwar wollen sie jetzt die Rente mit 63 abschaffen. Die Jahrgänge 1953 und früher haben nach 45 Arbeitsjahren das Recht, dann mit 63 abschlagsfrei in Rente zu gehen. Der FDP fehlen dann somit wichtige Facharbeitskräfte, die sie gerne erhalten würden. Das ist dann leider genau die Kernwählerschaft der SPD. Somit wird das dann zumindest in der jetzigen Regierungskonstellation nicht möglich sein, das umzusetzen. So, dann legen wir auch gleich mit den IT-News los. Und zwar gibt es bald Schauspieler mit Performance-Gage? Eventuell. Große Streaming-Dienste wie Apple, Netflix und Amazon tüfteln bereits an einem entsprechenden Punktesystem. Es soll dann einen Bonus auf Basis von Neukunden geben, der geschauten Zeit und auch dem Verhältnis von Kosten zu erreichter Audienz. Noch ist davon nichts öffentlich oder wirklich umgesetzt, aber ich denke, wir werden demnächst ein bisschen was dazu mehr hören. Schauen wir weiter nach Apple. Und zwar nicht nur, dass sie eigene KI-Systeme entwickeln und lokal auf dem Handy laufen lassen wollen, sie sind auch mit Gesprächen mit OpenAI und Google und wollen dann ebenfalls Lizenzierung entweder für ChatGPT oder Gemini oder beide irgendwie ja, ins Gespräch bringen, sagen wir es mal so. Als nächstes eine eher nicht so schöne Nachricht. Und zwar gibt es einige Stack Overflow-Nutzer, die mit dem OpenAI-Deal nicht unbedingt so glücklich waren. Es dürfen also laut Stack Overflow keine Posts gelöscht werden, die schon als Antworten anerkannt wurden. Deswegen haben manche User jetzt das einfach selbst in die Hand genommen und ihre eigenen Posts entweder gelöscht oder abgeändert. Stack Overflow hat dann diese Leute direkt verbannt von der Plattform, um das zu verhindern. Dann machen wir doch gleich weiter mit etwas Positiveren. Und zwar spendet Microsoft 1 Million Dollar an die Rust Foundation. Damit sollen dann natürlich die Infrastruktur und auch die Maintainer unterstützt werden. Und die letzte News für heute handelt um digitale Menschen. Ein Unternehmen namens Altera baut, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, digitale Menschen, also Roboter. Sie wollen mit Agenten starten, die jedes normale Spiel mit dir spielen können, also quasi egal welches. Wie ein guter Freund sozusagen. Sie haben bereits 9 Millionen Dollar an Investments eingenommen dafür. Bin sehr gespannt, wie sich das da entwickelt. Hey, du fantastischer Wissenssucher. Gefällt dir, was du siehst? Dann lass uns zusammen dieses Abenteuer weiterführen. Ein einfacher Klick auf den Gefällt mir-Button und ein Abo für diesen Kanal öffnet dir die Tür für noch mehr faszinierende Entdeckungen. Und weil jeder Held eine Crew braucht, teile dieses Video mit deinen Freunden und lass uns in den Kommentaren wissen, welche Geheimnisse des Universums wir als nächstes lüften sollen. Deine Unterstützung hilft uns, mehr solcher Videos zu drehen. Also worauf wartest du? Werde Teil unserer entdeckenden Gemeinschaft. Und nun weiter mit dem Video. Und hallo nochmal. Diese Woche scheint ein bisschen mehr los zu sein, deswegen legen wir direkt los mit den allgemeinen News. Und zwar, die AfD bleibt rechtsextremer Fall für den Anfang. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat dies festgestellt. Der Verfassungsschutz darf also die Partei weiterhin so einstufen.
Das erlaubt auch ebenfalls, V-Leute einzuschleusen und die Kommunikation zu überwachen. Als nächstes schauen wir uns die Ergebnisse einer Studie an zur Bildungsungerechtigkeit in Deutschland. Ein Kind, was zum Gymnasium geht, unabhängig vom Bildungsabschluss und Einkommen der Eltern, sollte eigentlich normal sein, ist es in den meisten Fällen leider nicht. Gerade hier in Deutschland spielt das eine größere Rolle als in anderen Ländern sogar. Die IFO, das IFO-Zentrum für Bildungsökonomie, hat die Studie gemacht und Unterschiede zwischen den Bundesländern untersucht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ein Gymnasium besuchen, wurde gemessen. Am gerechtesten schnitt dabei Berlin ab mit 54%, am schlechtesten war Bayern mit 38%. Ja, als letztes schauen wir uns dann den Waldzustandsbericht an, der am Montag veröffentlicht wurde. Leider wieder ein Armutszeugnis, kann man fast sagen. Fichte, Kiefer, Buche und Eiche sind zu 80% krank, also wirklich nur der geringste Teil ist noch gesund von den Bäumen. Grund dafür sei unter anderem der Klimawandel. Als Lösung genannt ist auch einer von vielen Möglichkeiten der Übergang zu mehr Mischwäldern, weil die wohl resistenter sind. So, das war's mit den allgemeinen News. Dann legen wir direkt mit den IT-News los. Und zwar wurde GPT-4o, also Omnis sozusagen, vorgestellt. Ist das nächste größte Update für das Large Language Model. Es soll Audio-Video-Gespräche mit einer emotionalen KI ermöglichen. Also es kann in Echtzeit mit Sprache kommunizieren, emotionale Hinweise erkennen und auch auf Video-Input reagieren. Es wird kostenlos zur Verfügung gestellt werden, allerdings haben Plus-Abonnenten dann deutlich mehr Zeit, das Ganze zu benutzen. Dann bleiben wir gleich bei GPT-4o. Und zwar wurden heimliche Tests in der Chatbot-Arena gemacht, die ich auch schon mal erwähnt hatte. Und zwar unter dem Decknamen GPT-2 Chatbot. Es wurden verschiedene Versionen getestet, aber jetzt wurde das korrekt als das neue Modell identifiziert. Die getesteten Modelle sind die bisher stärksten, die es jemals in der Arena gab, mit einem signifikanten Vorsprung tatsächlich noch vor anderen Modellen. Als nächstes gucken wir Richtung Meta. Und zwar arbeiten die anscheinend an KI-Kopfhörern. Die sollen mit einer Kamera ausgestattet sein, um somit Echtzeit-Objekterkennung zu ermöglichen und auch Live-Übersetzung. Sie arbeiten zusammen mit einer Firma in Kansas, die sich bereits auf Kopfhörer spezialisiert hat. Dann beenden wir das heute mit einer positiven News. Und zwar arbeiten Apple und Google zusammen, um eine Spezifikation für Bluetooth-Tracker umzusetzen. Damit sollen dann unbekannte Tracker, die dem Nutzer nicht bekannt sind, dann als Benachrichtigung auf ihr Smartphone gemeldet bekommen, dass halt jemand verfolgt wird über Bluetooth. Hallo zusammen. War wieder einiges los am Mittwoch, also lasst uns direkt starten. Und zwar verabschiedet Georgien das umstrittene Gesetz zur Transparenz ausländischen Einflusses. Damit sollen Nichtregierungsorganisationen und Medien sich registrieren lassen müssen, wenn sie mehr als 20% ihres Geldes aus dem Ausland verdienen. Russland hat ein ähnliches Gesetz, das verhindert leider aktiv, dass Menschenrechtsorganisationen verboten werden, sowas wie Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen oder Human Rights Watch. Im Dezember hatte die EU Georgien bereits den Status eines Beitrittskandidaten verliehen. Das wird jetzt dann natürlich nochmal überprüft werden müssen, weil dieses Gesetz dann leider doch im Widerspruch zu dem steht, was in der EU eigentlich angesagt ist. Als nächstes bleiben wir hier in Deutschland. Höcke wurde jetzt offiziell verurteilt zu 13.000 Euro Strafe für die NS-Parole Alles für Deutschland, die er 2021 gerufen haben soll auf einer Kundgebung. Das Gericht geht davon aus, weil er als Geschichtslehrer dann doch um den historischen Bezug wusste. Ebenfalls wurde jetzt eine weitere Anklage am Landgericht Mühlhausen wegen Volksverhetzungen zugelassen. Er wird wohl wahrscheinlich in Revision gehen vor diesem 13.000 Euro Urteil vom Bundesgerichtshof. Wenn das Urteil nämlich rechtskräftig würde, dann wäre er vorbestraft. Das war's dann auch schon mit den allgemeinen News. Gehen wir in die IT über. Und zwar gestern war die Google I.O. ihr jährliches Programm sozusagen, wo sie Neuerungen vorstellen und anteasern. Es kann jetzt gesagt werden, dass sie versuchen, Gemini in sämtlichen Produkten im ganzen Ökosystem irgendwie unterzubringen. Ebenso wird auch die Suchmaschine eine KI bekommen, die jetzt am Anfang von der Suche oben so eine kleine Zusammenfassung geben soll. Die ganzen anderen Features wären jetzt ein bisschen zu viel für dieses Video. Das könnt ihr euch gerne selber nochmal nachschauen. Aber ich sag's mal so, das Wichtigste dabei ist, dass Gemini wohl ein extrem riesiges Kontextfenster von bis zu 2 Millionen Token bekommen soll. Wie es damit umgehen kann, das wird sich noch rausstellen müssen. Als nächstes schauen wir mal Richtung Forschung und weniger
IT tatsächlich. Und zwar gibt es ein neues Proteingel, was Alkohol zersetzen soll. Das klappt, solange der Alkohol noch im Magen- und Darmtrakt vorhanden ist. Das Gel wandelt das quasi in irgendwelche harmlose Säure um, die der Körper ohne Probleme verarbeiten kann. In Tests mit Mäusen wurde der Blutalkoholwert um die 50% gesenkt. Sie denken, dass es bei Menschen ähnlich funktionieren wird und haben jetzt bereits ein Patent dafür beantragt. Das nächste ist auch Richtung Forschung, aber auch IT. Und zwar haben zwei Unis in Amerika, nämlich Chicago und Michigan, eine Studie durchgeführt zu der Back-to-Office-Verpflichtung, die große Unternehmen durchgesetzt haben oder wieder angestrebt haben. Apple, SpaceX und Microsoft wurden dabei genannt. Sie haben tatsächlich eine höhere Rate an Kündigungen festgestellt. Gerade Entwickler oder Menschen im Senior-Level-Bereich werden davon eher abgestreckt und gehen dann eher zur Konkurrenz, wo sie remote arbeiten können. Und deine letzte Nachricht für heute aus dem Bereich der KI, Claude 3 von Anthropic, ist nun auch offiziell in Europa verfügbar. Vorher ging das nur über Umwege, dass man das Modell benutzen konnte. Nun ist es aber ganz normal benutzbar und auch in der iOS-App. Sie wollen jetzt natürlich dann weiteres Geld akquirieren, um neuere, bessere Modelle wahrscheinlich dann zu trainieren. Und hallo nochmal zusammen. Dann schauen wir mal, was heute am Donnerstag so passiert ist. Fangen wir hier an in Deutschland. Das Kabinett hat sich auf eine Krankenhausreform geeinigt. Die Bundesregierung ist sich zumindest einig, die Länder eher weniger. Sie mimimien rum, dass das ja in ihren Verantwortungsbereich falle und Lauterbach sich dann nicht quasi drüber hinwegsetzen dürfte. Es kann deswegen auch eine Verzögerung im Bundesrat geben, bevor das da durchgewunken wird. Die Reform soll laut Lauterbach die medizinische Versorgung in der Fläche sicherstellen und verbessern und Bürokratie abbauen. Es gibt dann zum Beispiel keine Fallpauschale mehr wie bisher, sondern eine Vorhaltepauschale. Damit sollen die Krankenhäuser dann nicht mehr für jede Operation bezahlt werden, sondern sie bekommen 60% einfach nur dafür, dass sie die Leistung überhaupt anbieten. Als nächstes eher weniger gute Nachrichten, und zwar gab es ein Attentat auf den Premierminister in der Slowakei. Robert Fico wurde auf offener Straße angeschossen. Der Täter wurde direkt festgenommen. Fico schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der Grund für die Tat sei politisch motiviert, so hört man. In den Niederlanden waren Wahlen gewesen, die jetzt ausgewertet wurden, und es gibt wohl eine rechte Vierer-Koalition. Um auf die Mehrheit zu kommen, haben sie sich geeinigt, dass sie eine Regierung bilden wollen. Es ist noch unklar, wer denn der Ministerpräsident werden wird. Dann legen wir auch schon los mit den IT-News. Und zwar bekommt Netflix den NFL-Deal. Sie dürfen dann 3 Jahre lang die Weihnachtsspiele exklusiv auf ihrem Streaming-Dienst anbieten. Dann schauen wir mal wieder zu OpenAI. Und zwar verlässt der leitende Wissenschaftler Ilya Sutskever, mal gucken, ob ich den richtig ausgesprochen habe, das Unternehmen. Er war Mitbegründer von OpenAI gewesen. Und zum Schluss noch ein Blick Richtung Google. Projekt IDX ist jetzt in der Open Beta. Das ist Googles Next-Gen IDE. Sie ist KI-zentriert und im Webbrowser, also basiert darauf. Man konnte seit August nur für eingeladene Entwickler mal austesten. Nun jetzt, wie der Name Open Beta schon sagt, darf jeder mal das gerne ausprobieren. Hallo zusammen. Dann legen wir direkt los mit den News für heute. Fangen wir an beim Gerichtsurteil für den Klimaschutz oder beziehungsweise die nächsten beiden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat 2 Klagen stattgegeben. Sie kommen beide von der Deutschen Umwelthilfe. Es ist der Versuch, die Regierung wieder zu mehr Klimaschutz zu drängen. Als erstes wurde ein umfangreicheres Programm zur Senkung der Emissionen eingefordert und als zweites die Verstärkung der Maßnahmen für den natürlichen Klimaschutz. Damit sind Wälder und Moore unter anderem gemeint. Es bleibt der Regierung überlassen, wie sie nachbessern wollen. Ziel ist die Reduzierung der CO2-Emissionen um 65% bis 2030 im Vergleich zu 1990. Als nächstes gucken wir mal wieder zur AfD. Dort haben 3 Parteimitglieder unabhängig voneinander ihre Immunität verloren. In Brüssel wurden Kras Räume durchsucht. Ein ehemaliger Mitarbeiter soll für China spioniert haben. Und nun ist auch der Verdacht aufgekommen, dass er selbst auch noch Geld erhalten haben soll. In München wurde dann das Bundestagsbüro und die privaten Wohnungen von Peter Büstron durchsucht. Er soll Schmiergeld von mutmaßlichen russischen Propagandaplattformen bekommen haben. Und der Bundestag hebt ebenfalls die Immunität für Hannes Gnauk auf. Ihm droht ein gerichtliches Disziplinarverfahren, weil der militärische Abschirmdienst ihn als Extremisten eingestuft hat und ihm mangelnde Verfassungstreue vorwirft.
Das war's dann mit den allgemeinen News. Gehen wir zur IT. Fangen wir mit dem OpenAI Reddit-Deal an. Die beiden Unternehmen haben sich jetzt zusammengeschlossen. OpenAI darf die API von Reddit benutzen und Echtzeit-Content damit auslesen. Im Gegensatz dazu darf Reddit nun KI-Features auf ihrer Seite einbinden. OpenAI wird auch gleichzeitig Werbepartner von Reddit. Als nächstes gucken wir zu TikTok. Sie probieren jetzt 60-Minuten-Videos aus. Zumindest einige wenige Nutzer in bestimmten Märkten dürfen dieses Feature bereits ausprobieren. Das ist wohl noch mehr eine Kampfansage in Richtung YouTube. Ich bin gespannt, ob es und wann es denn für alle ausgerollt werden soll, ist noch unbekannt. Beenden wir die Woche mit einer positiven Nachricht. Hugging Face stellt 10 Millionen an kostenloser GPU-Power zur Verfügung. Damit wollen sie der Zentralisierung von KI bei den großen Tech-Firmen ein wenig unterbinden und wollen allen forschenden Entwicklern einfach mehr Power zur Verfügung stellen, um selber an KI-Modellen basteln zu können. So, das war's mal wieder mit der dieswöchigen News-Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr irgendwelche anderen News, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte? Oder was war für euch am interessantesten? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst uns darüber ein bisschen diskutieren. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.